So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge im LS22 Augattinger Landleben. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Weitere Folge hier auf unserer lieben, schönen Map. Und ja, nachdem wir jetzt unser Fahrzeug abgeholt haben, ich habe das jetzt in der Zwischenzeit bei unserem Bäcker abgestellt, habe ich jetzt mal am LKW wieder geschnappt und möchte jetzt den Zucker zum Kollegen Niemand bringen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir da... was das für ein Aufstieg ist. Ich weiß nur, dass es ziemlich heftig sein soll. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das eigentlich hinbekommen mit unserem LKW. Mal motorisiert sind wir gut, aber ist halt nicht mehr so das neueste Modell, aber das müsste der eigentlich hinkriegen. Mal gucken. Ich muss ja erst mal sehen, wo es hier hochgeht. Jetzt müsste ich mal ganz kurz mal schauen, ob ich den Herrn Niemand... dass ich zu inkompetent dafür bin. Niemand? Ja, hier, Elon Duck hier. Guten Tag, Herr Niemand. Ja. Lachen Sie über meine hübsche Klingel, ne? Über mein Klingelton, das ist natürlich... Ich habe mich gerade erschrocken, dass ich über eine Ente gefahren bin. Ja, nee, war nicht die Ente, es war nur der Elon Duck. Ich wäre jetzt da gleich bei ihrer Auffahrt. Mit meinem Zucker. Nehmen wir uns ja morgen wieder. Ja, genau. Wo sind Sie schon? Schon oben, oder? Ich bin schon oben, ich warte dann oben. Okay. Also ich habe sogar tatsächlich 10.000, 10 Tonnen dabei. Ah, super. Er hat noch ein bisschen mehr rausgespuckt als gedacht. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier hochkomme. Also wenn ich unterwegs Zuckerpäckchen verliere, dann beim Runterfahren einfach einsammeln, ne? Ja, auf den, der Weg ist... so, ja. Check. Ich kann gerade nicht herumgehen. Hoppala. So. Jetzt mal... Ja, ja gut. Also LKW macht das hier. Also bis jetzt ist schon nicht in Stottern gekommen. Ja, ich glaube, die paar PS schafft er. Das freut mich, aber sie sind noch nicht weit gekommen. Nee? Nee, der schöne Teil kommt noch. Ach so, okay. Mal gucken. Also bis jetzt hat er es mit 50 km/h geschafft. Mal gucken. Naja, gut, das macht er schon mit Leichtigkeit hier. Mal gucken, dass wir nicht hängen bleiben. Es ist ja ein Riesending hier. Richtiges Tal hier. Ja. Wow. So, oben wärmer. Motor hat geschafft. So, wo darf ich hin? Wollen Sie also mich? Sie sind schon da, das ja, ist natürlich. Ja richtig beeindruckend. Ja, ne? Das geht wie die Feuerwehr hier. Wir liefern halt schnell aus. So, empfangen Sie mich hier, oder? Ja, hier ach, nicht. Da. Ach, hier nicht. Okay, dachte schon, da komme ich vielleicht auch gar nicht richtig durch. Hier hinten? Ja, das sieht besser aus. Moment. Oh, jetzt komme ich nicht mehr los, jetzt. So, so schön ausholen. Durchgefahren. So. So, aber hier müssen sie durch. Da muss ich jetzt durch? Ja. Moment, ganz kurz. Ich muss kurz. Da ist gerade eine Frage aufgetaucht. Raps. Oha. Muss ich kurz meine Spiegel hier einklemmen, ha? Ja, da muss ich. Ein bisschen enger. Ist ein bisschen enger in meinem Riesenteil. Hochkommen ist gut, aber jetzt hier durchkommen ist die andere Frage. Ja, wenn es nicht geht, dann einfach mal hole ich das mit dem Stapler. Na, das kriegen wir hin. Ah, das ist ja wie mit Butter. Ummaße zwar noch nicht so ganz von dem LKW, aber kriegen wir hin. Hat so, gepasst, hat gepasst. Vorsicht, nicht zu weit, wir müssen nach hinten. Und wo hinten? Hier, einmal kurz zurück und dann ein bisschen gedreht. Nach links. Ja, das wird ein bisschen eng hier. Ich sehe es. Ich bin jetzt die Ausmaße noch nicht so geboren von diesem LKW hier. Vielleicht kann man hier hinten ein bisschen reinstechen. Vorsicht, im Wappel. Babbel. Ja, die lassen wir die Babbel. Nicht, dass das uns auf den LKW fliegt. So, jetzt. So, und dann einmal hinter bis ans Tor und da ist die Abladeseite links.
der linken Seite, das Ding. Genau. Ja. So. Dann gucken wir mal. Einmal die Gurte weg. Schawupp. Und jetzt abladen. Wo hätte das Ding gerne? Aha. Hinten. Hinten, ja. Ja, sagt hier nur hier abladen. Ja, da will ich sie nicht abgeladen haben. Lad nochmal auf. Da möchte mir jetzt gerade nicht anbieten. Die Auswahl bietet er mir gerade nicht an. Der spinnt manchmal. Ich kriege ja da noch eine Reparatur von dem Teil. Das ist ja noch von meinem Vorgänger. Und es ist teilweise noch ein bisschen tricky hier mit dem Ding. So. Okay, vielleicht können sie es ja voll reinschubsen. Ja, ich mache das dann mit dem Stapler. Wunderbar. Sehr gut. Okay, dann haben wir 10.000 Liter, ne? Mhm. Wie viel macht das dann, was ich Ihnen überweisen muss? Muss ich die Rechnung nochmal umtauschen, ändern. 920 hatten wir gesagt, ne? Ja. 9.200 wären es. Wir machen 9.000, ne? Oh, brauchen wir. Einmal frei. Alles klar, ne? Ach, schön überwiesen. Okay, ich wollte gerade die Rechnung schreiben. Wir sind ja schneller. Super, gut. Wollen Sie zuerst? Weil es hier ein bisschen enger. Wir haben ein bisschen größeren LKW. So machen wir am meisten Schaden. Ja, ich merke es gerade. Ich nehme die Paletten hier schon mit. Also, die Zuckerfabrik, wie gesagt, läuft weiter. Ich habe jetzt auch gerade einen Deal gemacht noch. Moment, ich steige nochmal kurz aus. So. Na, egal. Ja, also ich habe nochmal einen Deal versucht zu machen hier beim Landhandel. Ja. Die haben mir zumindest versprochen, dass sie mir den Zucker vom Bierhof dann wieder verkaufen. Okay. Das heißt, dass die Zuckerfabrik weiterläuft, also da ist erstmal für Zucker gesorgt. Super. Brauche Zucker. Ja, das glaube ich Ihnen. Ich habe nicht nur Zucker, ich brauche auch Zucker. Ja, wenn Sie Zucker haben, das ist eher schlecht. Dann brauchen Sie eher einen Arzt. Ja. Im Endeffekt ja. Ja, genau. Gut, alles klar. Ja, Herr Dack. Aber schön haben Sie es hier. Ja. Ja, Sie können mich aber kurz mal rumführen, ne? Komm. Gerne. Wenn Sie Zeit haben. Kommen Sie mit. Mein Mitarbeiter, der arbeitet hoffentlich. Naja, das ist mit dem Mitarbeiter ist immer so eine Sache, ne? Ja. Ach. Chef nicht da und ja, gut. Ja. Es fehlt eigentlich nur noch, dass das LU, das ich gestellt habe, dass die nicht mehr da sind. Meinst du, dass die alle in Urlaub gehen schnell? Nee, ich bin weg und. Ach. Jetzt ist der weg. Jetzt ach so, ja, das kann natürlich sein. LU. Okay. Gut, da hat sich meine Frage ja sofort erledigt. Ja, genau. Ja, die arbeiten nichts, weil die jetzt Richtung. Weiß ich Bescheid. Auf dem Weg sind, genau. Oh, das ist aber hübsch hier hinten. Das ist ja idyllisch. Unser kleines Gärtle. Oh, sehr schön. Aha. Mit Gewächshäuser hier hinten. Schön. Ja, so ein bisschen. Ist halt so Hedis reich. Ja. Ja, genau. Ihre Schwester, ne? Wo ist die denn? Die ist mit Mädchen unterwegs, mit Mädels, ja. Wollte mal Mädelsabend machen. Ah, okay. Ja, so sind sie, ne? Ja, hat schon ein bisschen vorher gearbeitet, sehe ich gerade. Hat schon aber dastehen lassen, super. Zwiebeln, ne? Oh, ein bisschen. Mhm. Okay. Ja, ein bisschen, ne? Bisschen Brachland, ein bisschen Fläche. Wir haben uns halt über die Jahrzehnte immer erweitert hier. Ach ja, so ein Erdbeerhof, das ist auch schön. Ja, da kann man sich ein bisschen bewirtschaften, ne? So nebenher. Ja, es ist halt ein bisschen, was man hat. So. Das ist halt hedisreich. Ich mache halt mehr so Weingeschichten und sie kümmert sich halt so um die Gewächshäuser, um Pferdchen. Ach toll, das hört sich schön an, ja? Ja, es ist auch echt eine schöne Gegend, wenn sie mal mit herkommen. Mhm, gerne. Oh ja. Das sind ja Aussichten hier. Vorsicht. Also man hat hier alles im Blick. Es ist super, ja. Wunderschön. Ach, da haben wir auch einen Blick auf die Zuckerfabrik hier. Oh.
Moment. Wo ist die Ordnung? Hier geradeaus, wenn ich hier runter gucke. Aha. Dort hinten ist die Zuckerfabrik. Da komme ich jetzt, da kommen wir gerade her mit ihrem Zucker. Ah. Und solange es da oben raucht, wissen Sie, Zucker wird produziert. Super. Sehr schön, nee, das ist echt tolle Aussicht hier. Ja, wirklich sehr schön. Ja, das da musste ich mal aktualisieren, okay, mit ein bisschen Gerätschaft. Moment, ich komme. Wurde ich leider gezwungen. Aha, was ist das hier oben? Huch. Internet. Und? Guten Tag. Ja, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ron, es ist was Mieses passiert. Oh, aua. Wer, wo ist Ron? Ronny. Ja. Sorry. Ja, ich habe aus Versehen den Spiegel abgefahren. Nicht so schön. Nur, dass ich sie es wissen. Gut. Ich führe noch den Herrn Duck rum, dann machen wir weiter, weil das passiert, das machen wir später und jetzt Erde ist nebenbei noch wichtig. Dann führe ich den Herrn Duck noch ein bisschen hier rum und dann machen wir weiter. Alles klar, der Blank ist weg. Ja, war abzusehen, kriegt halt kein Geld. Und Traumlager müssen Sie mir dann noch zeigen. Ja, machen wir gleich. Alles klar, ich laufe mal mit einfach. So. Ja, ja, so ist es, ne? Spiegel ab. Sowas geht schnell. Ja. 3 Sekunden nicht aufgepasst und dann zusammengestoßen. Ja. Ja, passiert. Manche können und manche können nicht. Aber so. Ich sag hier, Herzstück. Aha. Weinproduktion. Das ist ja ein Riesending hier, ne? Alles. Auch halt viel Platz. Ja. Also, Augenpressen. Ja. Dann die Gärung. Das hat bei der Familie, Moretti hat es da in Italien, Sizilien viel kleiner ausgesehen. Ich glaube, die haben da noch ziemlich viel Handwerk drin. Ja, wo wir da im Urlaub waren. Mittlerweile schon ein bisschen automatisiert. Ein bisschen aber fortschrittlicher schon. Oh, hier haben sie eine kleine Baustelle noch, oder? Fällt Ihnen da die Wand runter, oder? Kommen Sie mal auf. Ja, ich bin ja aus dem Urlaub zurückgekommen und die Wand ist mir quasi hier entgegengerückt. Nee, jetzt. Oh Gott. Ach, was denken Sie, wie so das hier aussieht? Der ganze Boden, das ist ja nach dem Berg. Stimmt, komplett. Eieieiei. Und dann muss ich die Wand noch Propanik stabilisieren. Aha. Das sieht man hier ein bisschen. Ja. Naja. Eigentlich hatte ich mich ja angemeldet, dass hier so dieser komische Bauheini, da habe ich euch was gelesen, das sollte eigentlich kommen und das wollte ich immer machen lassen. Ach, gibt's sowas? Ich möchte nämlich auch dringend irgendwas. Da will ich okay. nicht. Da war doch hier eine Anschrift, dass der Bauheini da kommt. Ja. Der Bauknecht. Weiß ich nicht, wie der hieß. Hört's mal auf mit dem Bauknecht, das war ein ganz seltsamer Geselle, der hat meinen Ferrari zerstört. Ja, du. Scheinbar. Sie, also der kam gar nicht her. Ich habe mich angemeldet, kam ja nicht her, was soll ich sagen. Okay, wäre vielleicht auch besser, so wenn er nicht mehr kommt. Ja, aber ich brauche Dann brauchen wir jemanden, der mir hier wieder irgendwas aufstellt, das ist richtig. So, jetzt kommen wir hier zur Lagerung. Ah ja. Hier wird alles gelagert. Wein und mein Weinkeller. Ah, das ist ja klasse, ja. Oh, da sind die Schätzchen drin, ne? Na, freilich. Sehr schön. So. Hier ist halt die Laderampe. Ja. Weil jetzt mal irgendwie anderweitig ins Geschäft kommen. Ah ja, okay. Kann man was umladen oder so auch mal. Richtig. Sehr schön. Okay. So, jetzt muss ich gleich mal gucken. Sind das so Tieflager dann, oder? Die gehen nach unten. Das sind Tieflager, genau. Die gehen unten rein. Das ist ja auch schön, ja. Jucken. Ja. Guckst du mal, ob du da hier an dem Hochsilo das einlagern kannst? Jo. Super. Ich roll gleich los. Super. Ja, wir sind ja vorne, da haben wir noch so ein kleines Gärtle vorne dran. Ja. Mhm. Da haben wir noch ein kleines Multisilo. Mhm. Wo halt alles, falls mal wirklich alles zu das ist, dass wir hier noch was einlagern. Oh ja, da im Lager haben sie echt viele Möglichkeiten hier, ne? Ja, wir leben halt hier ein bisschen autonom hier oben. Ja klar, da kommt nicht jeder so schnell hoch. Wohl wahr. Wohl wahr, ja. Wir haben ja auch bessere Luft hier oben als die da unten. Das ist richtig. Ich bin ja ganz außen am Rand, da habe ich auch eine schöne Ecke eigentlich. Also da könntest du gerne mal mit dem Wein auch vorbeikommen, hätte ich gesagt, ne?
Dann kommen Sie ja, auch mal mit dem Wein mal vorbei, dann können wir uns bei uns gemütlich im Pool erholen. Ach Gott. Also die Einladung. Das hört sich schon wieder so nach einer Luxusvilla an. Nee, das scheint nur so. Ah. Ja, aber ein bisschen Luxus, ja, muss ja sein, aber ich lade ja da auch nicht jeden ein. Aber wenn Sie mal Lust haben, kommen Sie einfach vorbei. Mhm. Dann können wir das Weinchen zusammen trinken. Ja, das ist auch noch hier so ein Problem. Auch noch mal sowas, ne? Schau, was abgerutscht, ja, oder? Es ist halt alles alt. Alles vor etlichen Jahren gebaut worden, immer erweitert worden, immer dran gesetzt worden, immer. Ja, es, einige Gebäude sind neu, da haben wir kein Problem. Aber jetzt hier zum Beispiel die Mauer, die ist seit Generationen hier hier eingestürzt. Deswegen sollte der komische Bautyp hier kommen. Ja. Seit wie vielen Generationen gehört Ihnen das jetzt schon, das Anwesen? Mein Urgroßvater hat hier den Berg gekauft. Damals. Ja. Ah ja, okay. War doch schon so lange. Gerüchte munkeln, er hat es bei einem Pokerabend gegen einen Österreicher gewonnen. Echt? Ja, und der Österreicher war dann ganz, ganz erbost. Wow. Hat irgendwelches Zeug gemunkelt und hat ihn dann verflucht. Oh Gott, okay. Ja. Interessant. Ronny? Ja. Geht nicht rein. Super, kümmere ich mich gleich drum. Das ist Ihr bescheidenes Zuhause hier? Das ist mein bescheidenes Wohnung. Boah, da leben sie aber auch nicht schlecht. Also. Halt ein große Wohnung für ein großes Haus, hat er gesagt. Nicht so klein. Großes Haus für eine Person, sagt man es mal so. Ja, also da haben sie es echt schön hier oben. Also, exklusiv ist das hier oben definitiv auch, also. Aber, ja. Es fehlt halt eigentlich nur noch, sehr schön. Das, ich sag mal, ist Viehzeug. Und wir bräuchten gar nicht mehr runtergehen. Okay. So, da oben ist das Haus von Hildi, aber da lasse ich keinen rein, weil dann kriege ich wieder Ärger. Das verstehe ich, ja. Sollte man nicht tun. Ja, die lebt auch sehr schön, ne? Also das ist das Elternhaus, das ehemalige, das hat sie halt genommen. Ja. Meine Schwester lebt eh besser als ich. Aber was soll's. Kann man nichts machen. Sieht schön aus, ja. Aber nee, da haben sie es echt toll, vor allem die Aussicht von hier oben, ne? Ich glaube, da sieht man doch bestimmt auch mein Anwesen von hier oben. Lass mich mal gucken. Da waren sie noch nicht unten am Da hinten, ja. Da ist der See. Ah ja, da sieht man doch. Da hinten, sehen Sie das? Ach, da hinten, ja, wo der ehemalige Millionär genau gewohnt hat. Ja, genau. Millionär, das war doch der alte Fabrikant, oder? War das auch Millionär? Ja, das war auch einer. Der hat hier die ganze Region in Grund und Boden der Wirtschaft Rezession getrieben. Echt, das ist sowas vermutlich fast. Aber neue Geräte konnte er sich auch keine leisten, weil das, was der da hatte, das ist ja alles runtergewirtschaftet ohne Ende. Also das Schönste ist noch die Villa da hinten, aber alles andere, das musste man erstmal erneuern. Und dann hat er echt so viel Geld gehabt. Wahnsinn. Ja, so ist es, ne? Aber da wollen wir jetzt andere Seiten auf alle Fälle aufziehen. Na, hoffentlich. Der letzte hat die ganze Region in der Rezession getrieben. Ja. Was denken Sie, wieso hier so viel frei war? Jetzt verstehe ich auch so langsam, warum die Leute so komisch drauf sind, ne? Kann durchaus möglich sein. Ja, also ich habe, auf alle Fälle möchte ich hier ein anderes Ziel fahren. Ich möchte die Leute hier gerne ein bisschen unterstützen. Ich möchte, dass die Wirtschaft hier vorankommt. Da hat jeder was davon am Ende des Tages. Das ist mein Ansinnen, das möchte ich gerne machen. Denke aber eher, dass die Leute eher Angst haben, dass die denen irgendwas wegnehmen wollen. Nee, im Gegenteil. Also ich möchte nichts wegnehmen, ich möchte eher geben. Klar möchte man auch, muss man auch leben, das ist ja auch klar. Aber es ist ein Geben und ein Nehmen, sag ich mal, so wie bei Ihnen ja auch, ne? Ja. Sie brauchen Zucker, ich könnte Ihnen jetzt was weiß ich was verkaufen, aber wem bringt das am Ende was? Sie müssen damit ja auch leben können am Ende. Richtig. Deswegen machen wir da schon ordentlich. Ja, und wie finanziert sich das alles hier? Das ist ja schon nicht so billig, oder? Das alles im Laufen zu halten. Nee. Also Strom und Wasser. Also Wasser haben wir natürlich eine schöne Quelle hier am Berg. Das ist super. Ja. Muss ich nicht viel zahlen. Aber die Stromkosten sind ganz schön. Das kann ich mir vorstellen. Gucken Sie sich an. Stillstandskosten Mitarbeiter. Der läuft hier rum. Ja, irgendwie schon, ja. Aber auch Nein. Die Gemäuer und so, ich denke mal, ist ja vieles auch
in den Denkmalschutz, ne? Da mit den Fachwerk und so. Ich denke mal, da kann man ja nicht einfach so mal geschwind daherkommen, was umbauen. Das müssen wir ja schon also immer renovieren so, und da, teuer. Wo sie jetzt hier mit dem LKW drinnen rumgefahren sind, ja. Das ist alles uralt. Ja. Quasi das ganze Weingut hat hier begonnen. Ja, bis da hinten an dem anderen Tor. Das war ursprünglich von meinem Urgroßvater. Okay. Alles hier, was ich gerade Ihnen so gezeigt habe, der Garten, das hier vorne, das Tor, der Parkplatz, unten, alles von den nachfolgenden Generationen entstanden. Wahnsinn, okay. Haben Sie denn hier oben auch einen Weinverkauf oder sowas? So Weinprobe und so, gibt es da sowas? Das habe ich jetzt so gar nicht gesehen irgendwie. Also wenn das Interesse besteht, dann hole ich gerne mal ein Weinchen raus. So ist es nicht. Ja, wie gesagt, also die Einladung steht fürs Weinchen, aber ich denke halt schon ein bisschen wirtschaftlich, Sie sehen schon wieder, dass man hier halt so ab und zu mal, vielleicht so alle 2-3 Monate einfach mal so ein kleines Weinfest hier organisiert hier oben und die Leute mal kommen lässt und dann halt da ein bisschen den Wein verköstigt, ne? So, dadurch vielleicht, ich weiß ja nicht, wie die Geschäfte laufen. Gut. Die laufen also, gut? Ich habe, Alkohol läuft immer gut. Okay, das ist ja gut zu hören. Also ist wie in Italien dann auch, ne? Und in Stuttgart. Also im Schwabenland, da läuft es ja eh gut. Ich sag, Alkohol, wissen Sie selber, Bedarf ist immer da. Ja. Okay. Da mache ich mir keine Sorgen. Es ist halt immer nur, dass ich den perfekten Zeitpunkt abfasse, weil die Ladung ist doch schon relativ schwer hier auf den steilen Berghang. Oh ja, das habe ich ja gemerkt. Da ist muss nicht man so einfach, fahren. Ja. Definitiv, ja. Der Transport ist immer sehr, sehr heikel. Dann geht mal ein Spiegel kaputt. Jede Flasche ist, ja, eine Flasche kann so, je nachdem wie lange sie bei mir im Lager liegt, bis zu 2000 Euro wert sein. Ja, klar, das ist natürlich schon, das sind schon Gelder, die hier fließen, das ist richtig, ja. Das ist halt. Okay. Aber wie gesagt, wenn sie da mal Probleme irgendwie haben oder irgendwie was investieren müssen und irgendwie ein Kleingeld fehlt, dann sagen sie was, ne? Wenn der Zins nicht so krass ist, können wir drüber reden. Nee, also definitiv nicht. Wie gesagt, weil das, ich weil bin das nicht. Nächste, ich sehe leider, wir gehen langsam die Maschinen. Die quälen sich ja hoch. Und das will ich eigentlich nicht. Das brauchen wir quasi dann schon mal ein bisschen etwas mit Power, ne? Ich liebe meine alten Maschinen. Natürlich, da natürlich. Da komme ich nicht drüber hinweg. Die werde ich auch nicht abgeben. Aber der Weg hierher. Ich quäle die bis zum geht nicht mehr. Das ist nicht mehr schön. Also die Zeiten sind vorbei, wo sie neu waren, wo man sie gequält hat. Jetzt sind sie langsam, kriegen sie bald ihr H-Kennzeichen. Da ist eigentlich nicht mehr. Bonnie sehe ich genauso. Weil ich quäle ja hier auch jedes Mal einen MB-Trag im Begrenzer hoch, dass der überhaupt dann aufkommt. Ja, da sollte man wenigstens einen Traktor noch zulegen, wo ein bisschen neuer ist, auch Kraft hat, von mir aus auch ein gebrauchter. Ne? Aber wie ihr sagt, Erna, was will die? Da ist es wieder, das habe ich dir doch gesagt. Es gibt ja kein Wein, kein für euch beiden. Also wie ihr sagt, Erna, will die was? Keine Angst. Das ist immer ganz still. Nee, also wie gesagt, ich bin da gern bereit, da zu unterstützen auch oder so. Oder das ein oder andere Weinfläschle mal, dass wir das einfach ein bisschen teurer verkaufen miteinander. Das kriegen wir alles hin. Wird man doch hinkriegen. Dass wir da ein bisschen unterstützen, ne? Könnte es auch so, wenn das über mich läuft, dass ich ein Fahrzeug einfach kaufe und das hier hinstelle und sie das halt nutzen können für einen bestimmten Betrag oder so. Also irgendwas kriegt man da mit Sicherheit gebacken. Wenn Sie auf mich zukommen wollen, gerne, kein Ding. Ja, können wir ja mal irgendwann da mal drüber reden. Gerne. Also ich bin übrigens der Elon, ne? Der Ronny. Ja. Ich bin der Jürgen. Hallo Jürgen, hallo Ronny. Ich denke mal, es tut sich ein bisschen leichter, ne? Auf jeden Fall. So. Gut, aber jetzt, seh schon, hier gibt es eine Menge Arbeit. Ich halte hier den ganzen Betrieb auf. Ich würde jetzt wieder versuchen, durch das Loch zu kommen, ohne was zu beschädigen. Und, ja, das wäre schön, weil Moro zu finden, der das macht, ist schwierig. Ich kann mir das vorstellen, ja. Ah, ein schönes Logo haben sie hier oben. Ja, danke. Das sieht hübsch aus. Und muss ich doch glatt mal ein Bildchen machen. So. Wollen Sie sich schön da vorstellen? Gerne. Jürgen, komm her. So, komm, mal ein schönes Bild. Ah, ein bisschen näher, oder? Oder seid ihr euch so fremd? Ihr müsst euch ja nicht in den Arm nehmen, aber so, jetzt wunderbar. Jetzt mal schön lächeln. Tschüss.
Wunderbar. Hat geklappt. Sehr schön, okay. Ja, dann düse ich jetzt mal wieder runter. Und ja, in diesem Sinne, wenn irgendwas ist. Also düsen sollten sie nicht, weil ich weiß. Es geht schnell bergab. Das, was sie jetzt an Geschwindigkeit nach oben eingebüßt haben, bekommen sie jetzt auf dem Rückweg. Ich habe meinen Handanker dabei, den schmeiße ich gleich. Super. Okay. Da weiß ich ja, wenn ich die Straßenrechnung schicken muss. Genau. Also bis dann. Bauunternehmen gibt es eh keins, also insofern. Bis dann. Okay, bis dann. Tschüss. Du Jörchen. Ja. Du Ronny. So, ja, das war doch jetzt mal angenehm. Ein Treff hier, ne? So, gucken, dass wir ungestreift rauskommen. Hui, da ist Fingerspitzengefühl gefragt hier oben. Ah, okay. Oh, hat er schon bezahlt? Alles klar. Da müssen wir dann nichts mehr. Also voll beladen möchte ich da jetzt nicht runterfahren. Ich glaube, da ist man schon kräftig am... Ist man echt kräftig am Arbeiten. Also da möchte ich nicht jeden Tag hochfahren wollen. Definitiv nicht. So, okay. Dann haben wir das. Und Zucker brauchen wir natürlich selber ja auch, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt haben wir mal, müssen wir mal gucken, was haben wir denn eigentlich jetzt im Lager liegen? Müssen wir mal, glaube ich, unsere das ein bisschen auffüllen bei uns am Hof. Das sind ja hübsch abgestellt. Okay, gerade so kommt man vorbei. Alles klar. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir es soweit geschafft. Oh, jetzt müssen wir hier rum. So, jetzt fahren wir schön nach Hause. Dann schnappen wir uns wieder unseren anderen, unseren Wasserkollegen.
Kartoffeln brauchen, ne? Für unsere Kartoffelfabrik. Schon mal irgendwas von dem Schwarzmarkt hier gehört. So, mal gucken, ob wir da nicht Kartoffeln kriegen. Ja, liebe Leute, aber wie wir hier weiterkommen, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich möchte mich bei euch mal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Ja, schaut beim Kollegen Niemand rein, schaut beim Kollegen Landhandel rein. Lasst ein Däumchen da, ein Abo, wenn ihr noch keins habt, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen hier, was wir so treiben. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen, unser RP. Wie gesagt, wenn ihr selber Lust habt, einfach mal melden, hier im Discord. Links seht ihr oben. Da könnt ihr euch bewerben, wenn ihr Lust habt, bei uns mitzumachen. Wir suchen auch den einen oder anderen hier, der uns ein bisschen unterstützt dabei, bei unserem Tun. Ansonsten, ja, sag ich mal, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis denn. Macht's gut. Ciao.